So Leute, herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest, Leute. Ich freue mich, dass es weitergeht, weil ich hatte jetzt eine kurze Aufnahmepause drin. Aber jetzt geht's weiter und ich bin immer noch gehypt und ich habe immer noch mega Bock. Und ich habe es euch ja versprochen, Leute. Wir werden in dieser Folge, wenn wir mal so eine größere Loot-Runde jetzt machen, weil wir in der letzten Runde, wo wir ein bisschen rumgeguckt haben, haben wir ja nicht wirklich irgendwie Stress gefunden. Vielleicht finden wir den diesmal. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe es auch zu, ich bin aber auch ein bisschen froh, ja, dass wir nicht gleich jetzt alle aufeinander auf uns aufmerksam gemacht haben, Leute. Was wir aber machen, bevor wir in diese Loot-Runde gehen, wir werden jetzt noch kurz, warte mal, wir müssen auch noch schlafen, aber das will ich jetzt noch vorm Schlafen hinstellen. Wir werden gucken, können wir die eigentlich da vorne wieder abbauen? Geht das irgendwie oder geht das nicht? Dass wir die Stöcke zurückkriegen. Wir werden kurz noch diese Dinger umstellen, vielleicht näher zu den Bäumen, in der Hoffnung, dass der... Ja, dass der Kevin uns... Na, bau doch mal ab. Hallo. So, jetzt. Ah, schade. Stöcke kriegen wir nicht wieder. Dann lassen wir es aber auch erstmal stehen. Also in der Hoffnung, dass der Kevin uns das Ding voll macht, während wir weg sind. Und dass wir dann einfach nachher in Ruhe weiterbauen können. Und so, das heißt hier diesen... Lalalala, ich hab Bock. So, und wir sind im... Nee, wir müssen im Bauplanmodus. Genau, zack. Einmal kurz im Bauplanmodus. Ah, vielleicht schlafe ich auch nochmal vorher, dass es nicht ganz so dunkel ist für euch, Leute. So, zack. Dann wollen wir noch eins. Zack. Hier. Ne? Weil das letzte Mal, als wir losgezogen sind, und das tut mir auch leid, ne, wäre der Kevin nicht aufgetaucht, dann hätten wir noch ein bisschen rumgeguckt, aber der hat mich so abgelenkt, dass ich dann mit ihm einfach wieder zurück bin. Ja. Und vielleicht, wenn jetzt das Zeug näher bei den Bäumen wieder ist, dass der Kevin dann das wirklich auch wieder voll macht und uns nicht hinterher rennt. Wir probieren das einfach mal. Ah, wir gehen gleich pennen, Leute. Das muss ja nicht sein, ne, dass ihr euch das Ganze in der Dunkelheit anguckt. Und so, komm, machen wir mal so. Dann haben wir zumindest vielleicht ein paar Stämme, bis wir zurück sind. Oh, Kacke. Warte mal. Ja, wir gehen schlafen. Das bringt ja nichts. Ja, wir gehen kurz schlafen, Leute. Das ist ja Blödsinn. Lalalala. So, mal gucken, was uns heute erwartet. Ich bin mega neugierig, was die Insel für uns bereithält, Leute, wenn wir gleich losziehen. Und wir werden einfach wieder so einer Straße nachgehen. Warte mal. Das ist aber ganz schön dunkel jetzt. Oder? Hehe. Wo ist denn das? Wo ist das Haus? Leute, wo ist das Haus? Sekunde. Hä? Bin ich doof? Wir stehen doch schon fast drauf. Ah, das ist das echt. Das ist dieser Kack mit dem im Dunkeln spielen. Weißt du? Das ist immer so ein bisschen blöd. So, das Feuerzeug. Na, es... Ah, da, Gott. Ich steh davor, weißt du? Ich steh davor, ich Horst, ne? Speichern wir einmal kurz. So, zack. Ja. Und dann hier einmal schlafen, Leute. Und jo. So, wir platzieren das. Wir werden dann, solange wir das jetzt platzieren, soll der Kevin uns nochmal Fisch besorgen. Kevin! Kevin! Oh, das machen wir aber weg. Das wirkt nicht so freundlich. So ein Arbeitgeber wollen wir nicht sein, ja? Der seine Angestellten mit der Axt in der Hand, die Anweisung gibt, Leute. Das wollen wir nicht. Hol Fisch und fallen lassen. Okay, müssen wir uns nur merken, wo es fallen lässt. Dann soll der kurz nochmal Fisch holen. Wir trinken ein Schlückchen. Und wir gucken, dass wir da oben dann kurz die Dinger hinstellen. So. Kann auch sein, dass wir dann, wenn wir unterwegs sind, vielleicht eine Runde schlafen müssen, weil wir vielleicht in die Nacht reinlaufen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Den Weg werde ich dann aber wahrscheinlich außerhalb der Aufnahme zurücklaufen, um euch damit nicht zu langweilen. Aber gemeinsam... Ja, ziehen wir jetzt gleich so ein bisschen... Hallo? Stöcke? Wir brauchen Stöcke. Hallo? Hä? Warum konnte ich... Was soll das jetzt? Einsammeln Stöcke. Ja, ich würde ja gerne Stöcke einsammeln, aber irgendwie kommen keine raus. Leute. So, hallo? Stöckchen? Wollt ihr mich verarschen? Was sind das für stocklose Büsche, Leute? Ehrlich, hä? Warte mal. Das sieht man, ne? Das sieht man. Ich habe bisher halt den Kevin alles machen lassen. Und der hat das ganz gut hingekriegt. Ich scheine ein bisschen unfähiger zu sein, weißt du? Deswegen ist schon gut, dass wir den Kevin für solche Arbeiten haben, oder? Das ist schon super, ne? Soll ruhig der alles machen, diese Blödsinn. Komm, wir hauen das jetzt auch mal rum und dann schauen wir mal, was an Stücken rumliegt, oder? Oh mein Gott. Leute, oder? Ja, jetzt. Ah, okay, alles klar. Kevin, hast du schon Fisch?
Ganz ehrlich, Kevin, ey, mach du das lieber. Jetzt mal echt. Ein paar Stücke haben wir vielleicht auch noch. So, zack, den haben wir fertig. So, den haben wir fertig. Kevin? Ey, hol lieber Stücke, Alter. Ja? Hol uns mal lieber Stücke. Oder bau die Strukturen. Kevin? Kevin? Ah, okay. So, guck mal nochmal, wo ein Fisch hinwirft. So, Kevin? Halt, halt! Kevin, hey, hey! Bleib hier, Junge! So, baue. Und dann Unterschlupf, Feuer, Unterschlupf, baue, baue, baue. Ey, sind wir da zu weit weg von, ehrlich? Sind wir zu weit weg? Kann sein. Okay, alles klar. Kevin, komm mal mit. Nee, nee, warte, hier. Komm mal mit, Kevin. Nicht jetzt einen Unterschlupf. Hallo, Kevin! Oh Gott, du Horst. Weißt du, so. Nochmal. Jetzt haben wir wieder die Axt in der Hand. So, folge mir. Komm mal mit, Kevin. Ich glaube, wir sind zu weit gerade weg von den Strukturen, dass wir den Befehl geben können, dass er die Strukturen bauen soll. Schade. Ich hoffe, dass sie die Range noch ein bisschen erhöhen. Das wäre gut. Oh, guck mal, das hat die Pünktchenkrankheit, Leute. Seht das? Aber machen wir später. Kümmern wir um den Naturschutz kümmern wir uns später, Leute. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Arbeit. So, Kevin, und zwar um Arbeit für dich. So, baue, zack, Konstruktion abschließen. Los geht's, Kevin. Mach mal die Dinger schnell fertig. Wir machen uns so lange den Fisch und, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo der liegt wahrscheinlich, ne? Ich bin wirklich, Leute, ich sag's euch, was Orientierung, ah nee, Gott sei Dank, sehr gut, so zack. Was Orientierung angeht, Leute, ich bin katastrophal, ihr merkt das schon, ne? So. So, holen wir uns noch kurz ein paar Stöckchen für, ja, na, haben wir's? So, zack, 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 sehr schön, prima. Ey, ich hoffe wirklich, dass der weiter Material holt. Das wäre echt genial. Weil dann können wir immer schöne Ausflüge machen, während der Kevin Material sammelt. Ansonsten, ich hab's euch ja gesagt, Leute, werde ich gerne auch mal das langweilige Materialfarmen einfach mal wegschneiden. So. Lalalala. Lalalala. Ein paar Stöckchen in Ehren kann niemand verwehren. So, ja, komm. Ah, warte mal, wir haben... Oh, da, hier. Hallo? Na? Wie geht's dir? Alles in Ordnung? Oh. Ah, die ist noch nicht so weit, Leute. Die ist noch nicht so weit. Die ist noch ein bisschen scheu. So, zack. So, einmal hier den. Und dann schön den Fisch drauf, oder? So. Zack. Zack. Und zack. Sehr schön. Nice, nice, nice. So, dann warten wir kurz. Wie gesagt, ich hoffe, der Kevin, der baut das da hinten jetzt in Ruhe fertig. Und wenn wir dann, ja, den Fisch im Inventar haben, dann ziehen wir los, Leute. Ne? Also, wenn wir jetzt kurz nochmal was gemampft haben, wir werden hoffentlich auch Essen finden unterwegs. Also, gehe ich stark von aus. Alles andere wäre blöd, ja. Wenn wir jetzt gar nichts an Essen finden. Und ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass wir die ersten Jungs noch nicht verbrannt haben für die Knochen. Weil dann hätten wir uns jetzt natürlich schon eine Knochen... Oh, dann hätten wir uns natürlich jetzt schon eine Knochenrüstung machen können. Und damit hätte ich mich, glaube ich, auch ein bisschen wohler gefühlt. So, los geht's. Einmal Mumpfy. Komm, wir hauen uns erstmal nur einen rein. Okay, wir haben auch noch ein Meal. Wir haben auch noch ein bisschen was zu trinken. Das ist sehr gut. Einen Fisch hauen wir uns jetzt erstmal rein. La 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 la. Und dann schauen wir mal, wer der Kevin ist. Und ja. Und dann geht's los. Mal gucken, Leute. Was für tolle Abenteuer wir heute zusammen erleben. Kevin, läuft's? Alles gut? Ey. Was ein Arbeitstier, oder? Guck dir das an. Guck dir das an. So, zack. La, Spitze. Kevin, ja, mach da hinten fertig. Das ist eine gute Idee. Komm, wir helfen noch ein bisschen. So. Nee, ich will da natürlich auch ein bisschen Abwechslung reinbringen und jetzt ständig am Stück bauen. Ist ja auch doof. Und wenn wir es wirklich hinkriegen, dass der Kevin uns jetzt nicht hinterher dackelt wieder, ja, wie so ein kleiner Hund und plötzlich bei uns auftaucht und der jetzt in der Zeit halt Metz farmt, wäre das ja klasse. So.
So, und nochmal, wenn ich schneiden sollte, ich werde natürlich immer die Aufnahme laufen lassen, Leute. Also ihr werdet dann versprochen, ihr werdet nichts Wichtiges verpassen. Also wenn dann doch irgendwas passiert, Leute, dann werde ich das natürlich auch mit reinschneiden. Das ist ja klar. Kevin, bist du schon fertig oder was? Ah, sehr gut. Kevin, dann pass auf. Axt weg. So, Kevin, pass auf. Wir gehen jetzt mal weg und du holst, nee, doch hol Stämme und Behälter füllen. Das muss doch in der Nähe sein, oder? So, kriegst du das hin, Kevin? Alles gut? Ich freue mich. Sehr gut. Ja, dann mach auch. Nicht umgucken, loslegen, mein Freund. Sehr schön. So, ich würde sagen, ja, wir haben ja gesehen, wir sind den Weg ja auch in die andere Richtung gegangen. Na, wir sind den Weg auch in die andere Richtung gegangen. Ach, es ist schön. Ich kann mich gar nicht satt sehen, Leute. Wirklich. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Ich find's genial. So, wie gesagt, wir haben ja in der letzten Folge, sind wir ja zuerst da lang gegangen. Da kam das kleine Camp. Und da gehen wir jetzt einfach mal eine Runde weiter. Weil ich will einfach nochmal das Camp looten. In die andere Richtung hat man ja gesehen, da waren bloß die Golfwagen. Da haben wir gar nicht so viel abgegriffen. Oh, der Radio ist wieder an. Leute, machen die sich die Mucke an? Die Eingeborenen? Kann das sein? Wir hatten die nur ausgemacht. Wir hatten die nur ausgemacht. Ja, keine Ahnung. Ne? Vielleicht dancen die hier so ein bisschen ab. Das könnte ja sein. Nee, ich will ja einfach deswegen die Richtung, weil ich will ja nochmal durchlooten. Dass wir hier irgendwie unter Umständen... So, wunderbar. Da hatten wir auch die große Axt her. Komm hier, schön Folie. Kann man nie genug haben. Wegstecken. So, zack, zack, trinken haben wir. Ah, nice, Leute. Oh, wir haben nochmal. So, hier werden wir, glaube ich, auch öfters hingehen. Und, ja, einfach mal so durchlooten. Das ist ja nicht weit weg. Wir müssen nur rausfinden... wann der Loot immer respawnt, ob das zeitmäßig ist, ob das nach dem Speichern ist, ob das am neuen Tag ist, das kann ich so, oh, geh. Und mit den Handgranaten will ich heute auch noch was Lustiges ausprobieren. Na, heute vielleicht nicht, vielleicht in der Morgenfolge mal gucken, wie schnell wir jetzt dann zurück beim Lager sind. So, zack. Da haben wir noch was, da haben wir noch was Schönes. Ach, sehr gut, Leute. Sehr gut. Nice, nice. So, das hier. Sehr schön. Ich glaube, wir haben es, ne? Ich glaube, dass wir es haben. Was da hinten noch? Nee, das ist ein Stein. Alles gut. Schön. Ja, weiter geht's. So, jetzt machen wir mal auf. Jetzt gucken wir mal. Also, wie gesagt, ich würde gerne heute einfach mal die Straße weitergehen. Das letzte Mal haben wir ja bei der Wiese gestoppt und da gehen wir heute einfach mal weiter. Und dann gucken wir, dass wir uns so Richtung Meer bewegen. Weil, ja, ich würde gern dann auch mal so Richtung Meer jetzt gucken. Wir werden jetzt einfach mal so diese Richtung heute machen, in aller Ruhe, ja. Ich sag ja, das Spiel, es ist so toll, man mag gar nicht rennen, Leute. Aber, okay, jetzt am Anfang werden wir noch ein bisschen langsamer laufen. Ich hoffe, das nimmt mir keiner böse. Ne? Wir werden natürlich zwischendurch auch rennen, das ist logisch, aber es soll jetzt auch kein Spaziergangssimulator werden, aber ich guck's mir halt gerne an. Ich kann mich, oh, ist das nicht süß. Guck mal, Leute, Bambis, leider haben die Pünktchenkrankheit, das ist sehr schade. Da müssen wir nachher unbedingt mal ran, ja, ganz wichtig, so. Ja, also wie gesagt, ich will euch auch nicht langweilen, wir werden zwischendurch auch rennen, aber so manchmal werde ich auch mal ruhigen Schrittes gehen und versprochen, den Rückweg, ja, den Rückweg, den schneide ich raus, ne? So, lalalala, so, auf dem Rückweg haben wir denn auch alles gelootet, was so auf dem Weg war und ihr habt alles gesehen. Ach Gott, Leute, auch hier, guck mal, eine mega schöne große Fläche, wo man auch wirklich cool hätte bauen können, ganz ehrlich, Leute. Mega nice, oder? Mega, mega nice. Und das mit den Straßen, das mit den, oder mit den Wegen, Straßen kann man ja nicht sagen, finde ich halt auch mega cool gemacht, in der Hoffnung natürlich, dass sie halt auch so ein paar Points of Interest, ne, natürlich an die Straßen, an die Wege gelegt haben.
Das wäre spitze. Okay, da haben wir eine Gabelung. Wo gehen wir lang? Links, rechts, geradeaus. Wir gehen rechts. Wir gehen da lang. So. Lalalala. Alter, ist das schön. Alter, ist das schön. Aber es ist, wir haben echt Ruhe, ne? Also ich will es nicht beschreien. Um Gottes Willen. Und ich habe halt wirklich, und ich hoffe auch nicht, dass wir jetzt durch, ja, dadurch, dass wir hier jetzt so, ja, mehr durch die Gegend rennen, vielleicht uns auch jetzt mit dem einen oder anderen heute anlegen werden. Boah, es wäre so schade, ne? Wenn wir dadurch unter Umständen irgendwas lösen würden, was sie noch gar nicht will. Weil wir haben ja noch gar keine Bude, in der wir uns sicher fühlen, Leute. Also ich hoffe inständig, dass es das, Alter, ist das schön, oder? Schaut euch das an. Es ist wunderschön. Ach Gott, da könnte man ein schönes Wanderlied singen, oder? Da könnte man ein schönes Wand, was da? Und Hubschrauber. La 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 la. La 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 la. Vielleicht, ich bin auch der Hoffnung, wir finden irgendwann mal so ein Kannibalencamp. Ne? Wobei ich aber noch nicht weiß, ob wir uns da wirklich dann durchschnetzeln werden, Leute. Aber sehen würde ich es halt gerne mal. Ich habe halt wirklich Schiss wie Sau, wenn wir uns da durchschnetzeln. Habe ich halt echt Schiss wie Sau. Oh je, ich höre es schon schreien, Leute. Ich habe. Oh, mal da. Sehr schön. Wir gucken es gleich in Ruhe an, ja? Weil ich habe jetzt schon wieder Schreie gehört. Und ich habe keinen Bock, dass wir jetzt hier irgendwas. Oh, Kollege, bitte, komm. Sei gut. Komm schon. Lass es, ehrlich, ich will's eigentlich gar nicht. Hey, ich möchte es wirklich nicht, weißt du? Ich wollte mir doch jetzt in Ruhe alles mal noch angucken. Ja, Leute, ich wollte mir doch jetzt mal in Ruhe noch alles angucken. Kumpel, bitte. Ich sehe aber nichts mehr groß, oder? Jetzt ist die Frage, auf die Mütze hauen oder weitergehen? Ich halte es halt im Moment eigentlich für unnötig. Ganz ehrlich, Leute. Ich halte es für unnötig. Komm, wir gehen mal weiter. Und wir gucken uns dann in der Nähe nochmal die anderen an. Ich habe das mit dem. Aber das mit dem Passiv, Leute. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Nochmal gerne mein Aufruf. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es passiv hingekriegt habt. Wie ihr es hingekriegt habt. Würde mich interessieren. Wir haben es ja probiert in den ersten 3 Folgen. Hallo. Guten Tag. Guckt jemand? Nein. Die hat die Pünktchenkrankheit, Leute. Ja? Die hat die Pünktchenkrankheit. Auch wenn man. Die Pünktchen sieht man leider noch nicht. Ja? Die Pünktchen sieht man leider noch nicht. Aber die würden noch kommen. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Gelebter Naturschutz. Pünktchenkrankheit. Ja? Alle Tiere hier haben fast alle. Gibt nur ganz wenige, die die nicht haben. Ja? Ganz, ganz wenige, die die nicht haben. So, jetzt habe ich mich wieder ablenken lassen. Ach komm, wir gehen mal da weiter. La 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 la. Wir gehen einfach mal querfeldein. Vielleicht kommt da mal so ein Kannibalencamp. Irgendwo geht's ja auch zum Meer. Ja, komm, wir gehen da lang. Geh mal Wasser nach, Leute. Weil wir hoffen einfach mal, dass Kannibalen auch so clever sind und ihre Camps in der Nähe vom Wasser bauen. Weil die brauchen ja auch Wasser. Alter, wie übel. Guckt euch das an, Leute. Richtig genial. Leider finde ich die Wasserfälle halt wirklich noch mega laut im Moment. Ja? Also, das Problem ist, wenn ich die Soundeffekte halt noch weiter runterstelle, dann hören wir halt auch nicht die Kannibalen vernünftig. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber auch hier, Leute, traumhaft, oder? Richtig nice. Mega, mega cool. Ach Gott, es sieht so schön. Tut mir leid. Ich höre auf zu schwärmen vom Spiel, ja? Ich höre auf. Oh Gott. Ist da was? Ist da einer? Oder ist das ein Reh? Da habe ich jetzt schon Angst vor Rehen? Oder ist das nur eine Spiegelung? Da ist einer, ne? Das ist ein Rocker. Okay. Leute, da ist ein Rocker. Die haben uns bisher aber nicht angegriffen.
Da waren schon zwei beim Camp. Aber die wollten nicht wirklich was von uns, ne? Deswegen würde ich auch jetzt ungern anfangen. Klar, wenn der jetzt meint, er muss auf den dicken Max machen, dann. Aber er beobachtet uns schon ganz genau, ne? Leute, pass auf, dein Kumpel, Kollege, dein Kumpel, ne, der hat's kapiert, weißt du? Dein Kumpel, der uns besucht hat, der hat's verstanden. Wir wollen nichts Böses. So, gehen wir mal weiter. Ich hab so Schiss, dass er jetzt von hinten anspringt. Ich hab mega Schiss, dass der uns jetzt irgendwie von hinten anspringt oder so, Leute. Ah, da haben wir wieder Weg. Das ist ja cool. Lalalala. Lalalala. Ach, so ein schöner Tagesausflug. Das werden wir zwischendurch öfters mal machen. Ja? Wie gesagt, wir müssen uns ja auch die Gegend so ein bisschen angucken. Und ey, ich hoffe, das klappt mit dem Kevin zu Hause. Aber der ist halt hart auf den Kopf gefallen. Ja? Der ist hart auf den Kopf gefallen, Leute. Dürfen wir nicht vergessen. Ich hoffe mal nicht, dass er vorher schon so war. Ja? Kann natürlich sein. Ne? Dass der unter Umständen vorher schon so war, der Gute. Aber wir schieben es einfach mal drauf, dass der hart auf den Kopf gefallen ist. Und wie gesagt, Leute, es ist Early Access. Das will ich nochmal erwähnen. Und es ist unglaublich genial schon spielbar. Das sind wirklich Kleinigkeiten, wo die vielleicht nochmal rangehen. Vielleicht ist es aber auch gewollt, dass man den Kevin... da ist nix. Oh, Seil. Hahaha, sehr schön. Dann können wir endlich einen Bogen machen. Sehr gut. So, wie gesagt, gehen jetzt einfach mal schön so ein bisschen den Strand lang und gucken, was es hier so Schönes für uns gibt. Und da haben wir auch mal das Meer gesehen. Ach, traumhaft. Mega schön. Ein Träumchen, oder? Ein mega Träumchen. Aber irgendwie ein bisschen öde auch jetzt. Ich habe gedacht, da kommt mehr. Ne? Als wir im... Ich hatte es ja gesagt, ne? Wir haben das im TikTok-Livestream, hat man das angezockt, das Ganze. Ah, okay. Da hinten. Okay, alles klar. Ne? Da hat man ja auch mehr gefunden, wollte ich gerade sagen. Aber ich sehe es gerade. Da hinten die Rettungsinsel, Leute. Da... Und wieder Mucke. Lalala. Strandparty, Freunde. Strandparty mit der Vogelscheuche. Kommt her, gesellt euch dazu, ihr lieben Kannibalen. Ja? Es gibt frisch gegrillten Fuß vom Rost, Leute. Ja? So, Mucke machen wir wieder aus. So, Mucke wieder aus. Und dann gucken wir mal durch, was wir hier so Schönes finden. So, also wie gesagt, ne, an der Stelle waren wir halt im TikTok-Livestream auch, als wir uns das angeguckt haben. Was soll ich hier so tun? Ja? Als kenne ich die Stelle nicht. Wäre ja Schwachsinn, Leute. Ja? Wie gesagt, da waren wir auch. Und ja, und auf der Rettungsinsel erwartet uns was ganz Schönes, Leute. Da verrate ich aber noch nichts zu. Ne? Also die, wo im TikTok-Livestream geguckt haben, die wissen, was uns da erwartet. Und ja, was wir damit nachher anstellen können. Allen anderen will ich das jetzt mal nicht spoilern, weil das ein ganz toller Moment ist im Spiel, finde ich. Wenn man das dann benutzen kann, so richtig. So, hier liegt nichts mehr, oder? Oh, doch, Alter. Ich muss echt lernen, genauer zu gucken. Ich muss wirklich lernen, genauer zu gucken. Aber wirklich Stress haben wir auch nicht gefunden bis jetzt, ne? Okay, alles klar. Da haben wir durchgeguckt. Das passt. Okay, Axt weg. Und dann mal raus. Zur Rettungsinsel, Leute. Rettungsinsel. La 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 la. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock. So. Wir müssen aufpassen, weil wir wissen ja, es gibt Haie. Ne? So. Ach, Kacke. Wir hätten... Wir gucken auf der... Ich hoffe, wir können auf der Rettungsinsel was essen. Aber wir haben jetzt auch wieder so ein paar Mahlzeiten gefunden. Also ich hoffe mal, wir können auf der Rettungsinsel was essen. La 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 la. La la la. So. Lieber Haifisch, bitte bleib weg. Wir haben keinen Bock. Ja? Aber ich glaube, gegen Haifische kann man schon aggressiv sein. Ja? Ich glaube, das ändert jetzt nicht viel, ob man gegen die friedlich oder aggressiv ist, Leute.
Wäre komisch, wenn doch, oder? So, da einmal hoch. Zack. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich hoffe, das ist immer da. Also ich hoffe, der Loot ist nicht irgendwie random oder so. Ja, ich hoffe, der Loot. Oh Gott. Da ist er, Leute. Ganz schön wieder gehen, mein Freund. Ganz schön wieder gehen. So, zack. Da ist sie, Leute. Die Wumme. Die erste Knarre. Wie gesagt, ey, was soll ich euch anlügen, Leute? Na, wir waren hier schon im TikTok-Livestream. Und ja, was man damit Schönes anstellen kann, das bleibt noch mein Geheimnis. Ne? Wie gesagt, die bei TikTok geguckt haben oder die, wo schon woanders geguckt haben, die wissen es. So, stecken wir aber erstmal wieder weg. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Mehr neue Anleitungen im Inventar verfügbar. Alles klar. Aber wir wollen nicht craften. Jetzt, wir wollen, ja, wir wollen erstmal heute erkunden. Ne? Wir wollen ein bisschen exploren. Und das, was man Neues bauen kann, das gucken wir uns dann quasi, ja, an, wenn wir wieder in der Base sind, Leute. So, der Hai. Da schwimmt er immer noch. Meint er, der geht weg? Weil das letzte Mal, da haben wir hier ein bisschen gewartet. Und dann hat er sich erstmal verzogen. Und dann hat man auch die Chance, hier wegzuschwimmen. Oh je, Leute. Ich weiß nicht. Okay, er dreht. Er scheint... Komm, wir probieren es, oder? Wir probieren es. Leute, kann man hier ein Zelt... Komm, wir probieren das mal. Könnte man hier theoretisch so ein Tarp zum Speichern aufbauen? Nee, leider nicht, ne? Das hätten wir am Strand machen sollen. Das war blöd. Das war doof, ja? Okay, er ist noch da. Ach man, Leute. Warum habe ich nicht gespeichert am Strand? Ich Vollidiot. Ehrlich. Ich Vollidiot. Oh Mann, das nächste Mal unbedingt an Speichern denken rechtzeitig. Aber ich bin wirklich noch so aufgeregt und so gehypt, dass ich vieles gerade noch vergesse. Komm, wir nutzen jetzt unsere Chance. Der ist auf der anderen Seite. Ja. Hallo? Jetzt. Vielleicht kriegt das nicht mit. Wir geben Gas, Leute. Wir geben mega Gas. La 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 la. Und wir gucken auch nicht nach hinten. Oh oh. Hau ab, du Arsch. Bitte. Lass gut sein, ehrlich. Lass gut sein. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Ich guck nicht hinter. Ich will gar nicht hintergucken. Ja? Ach du Scheiße. Oh Gott. Aber ich glaube, der hat abgelassen. Der hat gemerkt, Vogelscheuchen schmecken scheiße. Weißt du? Ich hoffe, die Kannibalen merken das auch noch. Ne? Und lassen uns dann künftig in Ruhe. Das wäre super. Ne? Das ist aber auch schlimm bei so Vogelscheuchen, weißt du? Immer dieses Stroh im Mund, ne? Wenn man da mal herzhaft reinbeißt, weißt du? Das ist echt nicht lecker. Gott sei Dank. Haben wir geschafft. Sehr schön. Haben wir geschafft. So. Nice. Nice, nice, nice. Okay, ja super. Dann würde ich jetzt aber gerne speichern. Hatte der vorne ein Zelt? Ich weiß gar nicht mehr. Wir gucken mal, Leute. Hatte der vorne ein Zelt? Ansonsten hauen wir einfach unser Tarp hin. Wir schauen mal kurz. Hatte der ein Zelt? Nee, ich glaube nicht, ne? Ach, du arme Sau. Ach, du armer Kerl. Ne? Oh, aber das ist noch Medizin. Oh, und Geld. Leute, ich habe wieder nicht genau geguckt, ne? Außer es wäre schon noch nachgespawnt. Oh, und ne, ey, nee. Okay, ich habe nicht genau geguckt wahrscheinlich, ne? Hallo? Gehst du auf? Hä? Warte mal. Was mit dem Koffer? Hallo? Geh mal auf. Junge. Okay, dann nicht. Also, ach, speichern. Nicht ablenken lassen. Speichern, speichern. Wichtig. So. Und ich hatte ja gesagt, ich glaube schon sogar in der ersten Folge, das ist einfach mega cool hier. Da könnt ihr euch schnell einen Speicherpunkt aufbauen, gerade auch wenn ihr in Höhlen geht. Absolut der Hammer. Und wir können jetzt auch mal kurz, ne, wenn wir eh schon ne, im Inventar sind, können wir uns kurz mal so speichern. Bitteschön. Zack. Sehr schön. Können wir uns mal kurz diesen Lootbeutel angucken. Den hatte ich schon erwähnt. Aber wir haben den nicht angeguckt bisher. Das ist, da muss man immer gucken. Ne, wenn, weil die lassen gerne mal
Heckenkirsche, Draht und Auster. So, die lassen sehr gerne mal diese Lootbeutel fallen, wenn man die platt macht. Warum geht... Zieh es doch abbauen, ne? Vielleicht hier Stock aus der Hand, ne? So, jetzt genau. Haben wir alles wieder. Stock nehmen wir auch wieder mit. Und die Folie stecken wir weg. Und dann gehen wir einfach mal hier jetzt am Strand schön weiter. So. Wollen wir uns schon eine Medizin gönnen? Wie viel Medizin haben wir denn? Komm, wir gönnen uns eine. Ist besser als draufgehen, Leute. Ist besser als draufgehen. So, weiter geht's. Und künftig werden wir natürlich jetzt auch, wenn die bei uns zur Base kommen und da Stunk machen und wir müssen die platt machen, werden wir die künftig auch verbrennen. Es war eigentlich doof, dass ich das nicht schon am Anfang gemacht habe, weil dann hätten wir uns auch schon ein bisschen Rüstung machen können. Aber da geht's nicht weiter. Wartet mal kurz. Okay. Gibt's hier einen Weg? Können wir einen Weg weitergehen vielleicht? Da ist nochmal ein grüner Punkt. Da geht der Strandabschnitt da drüben weiter. Boah, ich habe keine Ahnung, Leute. Wo sollen wir denn jetzt hin? Komm, wir gehen hier hoch. Wir gehen hier hoch und folgen dann dem Weg, oder? Weil ihr seht ja, hier am Strand geht es nicht weiter. Ich will nur eben kurz mal hinten gucken. Nicht, dass da irgendwas vielleicht noch liegt. Nein, leider nicht. Ja, komm, dann gehen wir oben am Weg weiter und schauen mal, was wir da so finden. Der Strand ist auch ein bisschen öde. Also, ich, ja, sieht ein bisschen kahl aus alles. Ist jetzt optisch nicht so der Highlight. Das Highlight, Entschuldigung. Aber ist ja auch nur ein Strand, Leute. Was soll man sagen, ne? Lalalala. Was mich wundert ist, oder wo ich echt froh drüber bin, ist, dass der Kevin noch nicht aufgetaucht ist. Das heißt, das klappt vielleicht wirklich, dass der uns, ja, das Baum, die Baumlage jetzt voll macht. Das wäre klasse. Und was mich aber auch wundert ist, wir sind noch nicht vielen begegnet, ne? Wir sind tatsächlich noch nicht vielen begegnet. Wie kommen wir denn zu der Straße? Okay, die ist da vorne. Und wir fangen natürlich am Anfang der Straße an. Klar. Und vielleicht auch mal unterwegs schon so ein bisschen Zeug einsammeln. Heidelbeeren. Okay, Heidelbeeren haben wir hier. Wir müssen auch gucken, dass wir Aloe Vera ein bisschen kriegen. Genauso wie diese komische weiße Pflanze. Das wäre auch gut. Und natürlich auch, wenn es geht, die Samen dazu. Ich glaube, es ist halt wie in so vielen Survival-Spielen. Wir haben da jetzt nicht genau aufgepasst. Wie gesagt, wir haben hauptsächlich gebaut. Es ist nicht so wie in den... Es ist so wie in vielen Survival-Spielen. Sorry, ich war so gerade hin und weg vom Gucken. Ja, es ist wie in vielen Survival-Spielen, dass man... jetzt habe ich den Faden verloren. Ist ja auch egal. Wo war ich denn jetzt? Keine Ahnung. Ach so, dass man die Sämereien, dass man die einfach vielleicht so ab und zu mal zusätzlich kriegt, wenn man so eine Pflanze sammelt. So, alles klar. Da ist der Weg und da gucken wir mal, was wir da Schönes finden. Dann können wir auch nochmal von oben runter aufs Meer gucken. Genießen wir nochmal den schönen Ausblick. Und ihr seht's, Leute, die Insel, sie ist wirklich mega groß. Wir rennen nicht so viel. Muss ich mir echt abgewöhnen, die Rennerei, Leute. Ja, muss ich mir echt abgewöhnen. Okay, gut. So toll ist der Ausblick jetzt nicht. Okay, habe ich mir jetzt schöner vor... Oh, aber hier, ne? Der Berg hinten mit dem Schnee, der Hammer. Da müssen wir auch noch. Da müssen wir auch irgendwann, natürlich ganz oben hoch. Ist ja logisch, ne? Da müssen wir auch irgendwann mal ganz, ganz hoch, Leute. So, lululu. Was haben wir hier? Nix. Dachte, das sieht aus wie ein Hausdach oder so. Nee, ist nur ein Stein. Sah von der Ferne aus wie so ein Hausdach. Wir gucken aber auch mal jetzt ein bisschen immer die Wege abwärts oder von den Wegen weg. Weil ich würde schon gern mal wissen, ob wir irgendwo so ein Kannibalencamp finden können. Wie aus der Forststücke, nehmen wir auch schon mal mit, kann ja nicht schaden.
besser haben als brauchen. Okay, da haben wir noch mal, da haben wir noch mal so ein schönes Zeltlager. So. Oh. Ach du Scheiße, Leute. Guckt euch das an. Ach du Kacke. Da hat aber einer ordentlich gefuttert, oder? Nehmen wir auch schon mal mit. Ja. Können wir auch brauchen. Schädel finde ich gut. Da hat jemand aber schon mal ganz ordentlich gefuttert, Freunde. So, Handgranaten, sehr schön. C4 kann man auch immer brauchen. So, Stock, komm. Alles mitnehmen. Alles. Wir sind absolute Loot-Geier. Ja, wir sind absolute Loot-Raffer und Loot-Geier. So, was haben wir hier? Oh, Flares sind wir schon. Da sind wir schon voll. Echt? Stein können wir auch brauchen. Nehmen wir auch mit. Ach ja, je. Aber hier, ne? Da hat sich jemand gut gehen lassen. Ne? Oder die sind, keine Ahnung. Oder mit denen ist was anderes passiert. Ich weiß nicht, auf jeden Fall scheinen sie im Schlaf gestorben zu sein. Oder halt, ach, was weiß ich, ist auch scheißegal, Leute. Ja? Was juckt's uns? Ja? Vogelscheuchen zuerst, sag ich immer. Ja? Vogelscheuchen und Frauen zuerst. So, alle anderen sind uns egal, Leute, oder? So, einsammeln. Oh je, da haben wir eine Weggabelung. Wo gehen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Wir könnten am Meer weitergehen. Also wir könnten jetzt oben weitergehen oder wir könnten wieder ins Landesinnere gehen. Auf was habt ihr Bock, Leute? Mir ist es gleich. Geh mal. Keine Ahnung. Boah, es sollte in jedem Spiel, sollte es irgendwie so eine Münze geben, die man werfen kann. Das wäre cool. Ach komm, wir gehen. Wir wollen ja Action. Ne? Da vorne nix, ne? Und hier grüner Punkt. Ja? Wir wollen ja Action. Ich hoffe, bei dem war man nicht schon. Ja? Ich hoffe, war ein bisschen doof. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen weiter weggehen sollen als da, wo wir im Livestream gebaut haben. Ich habe gedacht, es reicht von der Entfernung her. Und ich fand halt auch den Platz so mega schön. Und natürlich, klar, in näherer Umgebung, ne? Der Base haben wir uns im Livestream schon Sachen angeguckt und auch gelootet. Und wir sind halt, ich hätte weiter weggehen sollen. Es ist schade. Es kann sein, weil einen grünen Punkt hatten wir uns auch angeguckt. Es kann natürlich sein, unter Umständen, ich hatte das auch schon gesagt in der ersten Folge, glaube ich, oder in der zweiten. Das war der Punkt mit dem 3D-Drucker. Es könnte sein, dass das jetzt der Punkt ist. Ja, ich weiß es nicht. Ihr wisst, Leute, wenn, ist es keine Absicht. Es ist, ich bin mega orientierungslos. Wenn ihr weiter guckt, werdet ihr das auch noch feststellen. Ja, also ich hätte euch auch nicht sagen können. So, zack. Und ja, den Platz am See. Oh, vielleicht kurz pennen. Vielleicht kurz pennen, Leute. Damit wir nicht ganz... Oh, aber haben wir hier einen Weg? Ah, da ist der Weg. Und da ist der grüne Punkt. Okay, wir gehen da lang. Vielleicht unter Umständen kurz pennen, ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Wir schauen mal. Ein bisschen noch, bis wir hier raus sind aus dem dichten Wald. Hier mag ich jetzt nicht unbedingt pennen. Weil, oh, du hast Hunger. Essen werden wir dann auch was. Wir bauen uns bei dem grünen Punkt, da bauen wir uns ein Shelter auf. Werden dann nochmal speichern und schlafen. Und, wie gesagt, Leute, ich mag gar nicht so viel mit euch im Dunkeln machen. Nice, wie gesagt, dass der Kevin noch nicht auftaucht. Ich hoffe, ey, es wäre so cool, oder? Es wäre so mega cool, wenn der Gute... Lalalala. Wenn der die Dinger voll macht, echt? Es wäre echt genial, oder? So, was haben wir hier für ein... Oder war das der Punkt an... Warte mal. Kacke, wir waren da schon an einem grünen Punkt. Warte. Oh, war das der, wo wir in der letzten Folge waren? Seht ihr, Leute, das ist die Orientierung. Das ist das, was ich gemeint habe. War das vielleicht sogar der grüne Punkt, wo wir bei der letzten Folge waren? Könnte gut sein, ne? Da waren wir auch beim grünen Punkt. Alter, es ist schon wieder einfach... Komm, bringt ja nichts. Wir bauen schnell auf, Leute. Das ist ja Schwachsinn. Was soll ich mit euch so lange hier im Dunkeln rennen? So. Krieg's aufgebaut. Hier irgendwo vielleicht? Ah, hier. Da geht's. Es macht keinen Sinn, ne? Das alles im Dunkeln zu machen, es ist Blödsinn, Leute. Und wie gesagt, ihr sollt ja auch was sehen, ne?
Und ich auch, weißt du? So, einmal kurz speichern. Zack. Und einmal schlafe ich schlaf. Und einmal schlafen. Sehr schön, dann bauen wir das Ganze wieder ab. Zack. Das hier weg, aus der Hand nehmen und dann abbauen. Lass mir abbauen. Klappt noch nicht so gut immer, weißt du? Keine Ahnung. Er ist noch 10, ne? Ja, jetzt. Achso, draufbleiben. Alles klar. So. Ach, Leute, ich... Oh Gott, da ist schon wieder so einer. Leute, ich glaube... Wir müssen gucken gleich, ob das... Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das... Oh Gott, und da ist der Kelvin wieder. Kacke. Junge, bitte lass es doch. Wir wollen hier doch nichts Böses. Weißt du? Ah, Mann. Wir hätten uns mal in Ruhe umgucken können jetzt, oder? Du bist hungrig und hast und durstig. Alles klar. Einmal trinken. Zack. Nochmal. Wo ist er denn? Und Kevin, was machst du schon wieder hier? Dann folg uns halt mal. Vielleicht ist er auch fertig. Das wäre auch cool, oder? Vielleicht ist er auch fertig schon. So, zack. Sehr schön. So. Ja, Kevin, ich weiß. Kevin, ich weiß doch. Ich weiß doch, Kevin. So, was haben wir hier denn? Da ist wieder nur der Golfwagen. Und sonst nichts, oder was? Ah, hier ist der grüne Punkt, müssen wir mehr in die Richtung. Beim Golfwagen sehe ich jetzt allerdings nichts. Ah, okay, Höhle. Alles klar, Leute. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, meine Lieben. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ja, haut gerne die Kommentare voll. Schreibt euch, wie es euch gefallen hat. Würde mich mega freuen. Sorry, dass wir noch keine Action gefunden haben. Aber vielleicht finden wir die Action jetzt in der Höhle, Leute. So, bis zur nächsten Folge. Dankeschön fürs dabei sein. Und, oh Gott, ich glaube, wir haben auch schon wieder Überlänge. Es tut mir leid. Ich wollte es nicht. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.